gleich das zweite Video Ballhandling mit Dribbeln. Ich hoffe, die ersten Videos haben euch gefallen. Heute wird das Ganze ein bisschen schwerer. Für das Workout brauchen wir zwei Bälle. Fangen wir mit einem an, machen uns wieder warm, kommen locker rein und geben dein Gas. Wird heute auch anspruchsvoller. Deswegen gebt Gas, konzentriert euch und wir fangen einfach direkt an. Okay, wieder Grundposition, Grundstellung. Fangen an mit der rechten Hand zu dribbeln. Wie immer, Eis ab, Augen hoch oder Augen zu, so dass ihr euch ganz nur auf eure Hände verlasst und den Ball spürt. Genau, wir gehen heute aber direkt auch rüber auf die linke. Hart dribbeln, Druck hinter den Ball rühren. Und fangen dann direkt heute ein bisschen anspruchsvoller an mit ein Dribbling Cross, ein Dribbling Cross, ein Dribbling Cross. Das Ganze einfach mal 10, 15 Mal machen. Gehen dann in ein Dribbling Tief Cross. Augen nach vorne. Ja. Und hart dribbeln. Ist nicht schlimm, wenn der Ball ruhig mal wegfliegt. Dann seht ihr nur, dass ihr Gas gebt. Und wir gehen ein Dribbling Cross hoch. Passiert kein Ding, einfach wieder den Ball nehmen. Hoch, Cross, hoch, Cross. Genau, das Ganze einfach 10, 15 Mal. Schütteln uns kurz aus, locker sein. Und fangen an, linke Hand vor und zurück. Vor und zurück. Druck. Das ist jetzt eine Wiederholung. Müsst ihr besser geworden sein zum letzten Mal. Genau, gehen vor den Körper. Und auf die rechte Hand, neben dem Körper. Wie ihr merkt, ist Basketball, um besser zu werden, muss man ganz viele Wiederholungen machen. Immer dieselben Sachen. Natürlich auch, damit es nicht langweilig wird, mit neuen kombinieren. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch fokussiert, konzentriert und Gas gebt. So, jetzt kommen ein paar neue Übungen dazu. Wir nehmen uns zwei Bälle. Wird wieder ein bisschen anspruchsvoller. Wieder Grundposition. Fangen erstmal an. Warm machen kurz mit zwei Bällen. Die sollte schon warm sein. Erstmal gleichzeitig, dann fangen wir an, Alternative. Und jetzt mal richtig durch, die Bälle bringen. Und fangen dann an wieder gleichzeitig vor und zurück. Genau. Und Augen hoch. So, das Ganze können wir jetzt noch machen. Wieder kurz ausschütteln. Und vor dem Körper. Rein und raus, rein und raus. Genau, jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Immer in eine Richtung und in die andere Richtung. Wie ihr seht, gibt es da ganz unterschiedliche Varianten. Einfach auch finden, was für euch gut ist und Druck hinter die Bälle. Wir tun einen Ball weg. Jetzt kommen ganz neue Sachen. Und zwar, wir setzen uns hin. Setzen uns hin, suchen uns ein Plätzchen. Machen uns ein bisschen Platz. Fangen an, das ist Sitzdribbling, auch ganz wichtig. Das ist super fürs Ballhandling. Hinsetzen, den Ball spüren. Und dann wirklich mal so viele Kontakte wie möglich richtig Gas geben. Gehen runter, rüber, ohne abzusetzen und machen das Ganze mit der linken Hand. Und wie ihr gesehen habt, habe ich da schon den ersten Schwierigkeitsgrad eingebaut. Und zwar, wir fangen an hier mit der rechten Hand immer zwischen zwei andere Seite, zwischen zwei andere Seite, zwischen zwei andere Seite. Und wieder hoch gucken, dass ihr alles seht. Genau, hallo. So. Und natürlich auch beide Hände immer schulen. Genau. Auch einfach mal eine Weile machen, ein paar Wiederholungen. Am besten immer so an 10, 15 Wiederholungen. Dann fangen wir jetzt an. Fangen wir mit der linken Hand an. Vor dem Körper in der Mitte dribbeln. Und wir fangen an, das Finger dribbeln. Wir wechseln immer den Finger. Jetzt gerade nur mit dem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleinen Finger. Genau, könnt ihr, ich muss selber auch mal ein bisschen auf den Ball gucken und wechselt immer und Daumen. Es gibt ein super Gefühl und gibt Kraft in die Finger. Genau. Da
Dann könnt ihr wechseln auf die andere Hand. Dasselbe. Immer 2-3 Dribblings und nächster Finger. 2-3 Dribblings, nächster Finger. Genau. Und wir fangen mal an mit beiden Händen. Kann man auch einfach mal den Ball so schnell wie ihr könnt. Genau, in der Mitte dribbeln. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen schwerer. Nehmen uns wieder den zweiten Ball dazu und fangen an neben dem Körper. Erstmal wieder gleichzeitig zu dribbeln und richtig Druck hinter dem Ball zu bringen. Und wir fangen an alternativ abwechselnd zu dribbeln. Natürlich, wenn das euch zu schwer ist, bleibt erstmal bei dem gleichzeitig. Genau. Und dann gehen wir jetzt mal nach vorne, machen uns lang und zurück. Und machen uns lang und zurück. Genau, mal richtig Gas geben. Vor und zurück. Dann könnt ihr auch noch mal einen draufpacken. Das ist, ihr bleibt mit einem stehen und geht immer mit einem Handwurf vor und zurück. Und mit dem anderen weiter. Das ist aber schon richtig anspruchsvoll. Könnt ihr einfach mal gucken, wie das bei euch funktioniert. Letzte Übung noch für diese Session ist das Liegendribbeln. Könnt den einen Ball einfach einklemmen. Fangt an, rechte Seite. Einfach mal hinlegen. Entspannen, Augen zu, Ball führen. Und noch die andere Seite. Ich hoffe, war anstrengend für euch. Hat Spaß gemacht wieder. Macht mega Spaß mit euch. Gebt weiter Gas. Schwierige Zeit. Trotzdem alle gesund bleiben, weitermachen. Und bald, hoffentlich können wir diesen Sommer irgendwo auf dem Freiplatz sein oder wieder in der Halle. Solange machen wir natürlich zu Hause weiter. Macht's gut, alle. Ciao.